So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Seht ihr die Beleuchtung? Seht ihr das hinter mir? Das, was da leuchtet, das Kleine. Der Kürbis, pass auf, den habe ich schon gezeigt im letzten Montagsstream. Das soll die Deko sein jetzt für den ganzen Oktober. Es ist noch nicht Oktober, es ist kurz vor Oktober. Die ganzen komischen Internetseiten schmücken ja auch schon, weil sie sagen, ach, es ist bald Halloween. Also stelle ich mir den da hin, den sieht eh keiner, fällt nicht auf, aber er ist da. Ich weiß, dass er da ist, das gibt mir Kraft. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Ich nehme das jetzt direkt hier am Mittwoch auf, aber ihr werdet am Mittwoch wahrscheinlich erstmal die Oktober-News gesehen haben. Am Donnerstag war dann Raid-Boss-Wechsel auf Sakyan, der das erste Mal auch Shiny sein konnte. Also ich denke mal, Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag wird diese Woche wieder gemacht, aber jetzt mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Patsch, der ist Glücksfreund mit mir geworden. Wir haben auch direkt schon getauscht, glaube ich. Ich bin immer noch auf der Suche nach Necrozma. Nachdem ich die zwei anderen ja fusioniert habe, möchte ich ein normales Necrozma unbedingt in 100% haben, weil ich halt einfach nicht weiß, was ich sonst tauschen soll. Was tauscht ihr denn momentan, wenn ihr Glücksfreunde seid? Auf was seid ihr auf der Suche? Nach was? Ich nach Necrozma, solange wir die Leute noch Necrozma haben. Bobserob zeigt uns, der hat ja ein Shiny Pampam ausgebrütet. Dann bin ich mit Momo P. Glücksfreund geworden. Weiß ich leider jetzt wieder nicht, wer das ist, wie ich die erreiche. Ich weiß zwar Zugehörigkeit zu wem, aber irgendwie weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall lucky. Melde dich. Ich suche auch noch andere. Mal gucken, ob ich die hier... Kriki, melde dich. Rudi Russelix, melde dich. Betty, melde dich. Momo P, melde dich. Meldet euch alle. Ich blick gar nicht mehr durch hier. Dann habe ich Ticket. iScorp jetzt hat mir das Ticket für den Kommandutan Quartermag Forschungstag gegönnt. Danke dafür. Videoauflösung, was da alles drin war, war ja da. Fand ich gut, hat Spaß gemacht, war affig und genial. Dann habe ich random, um zu interagieren mit mir selber, mit einem kleinen Account einfach mir ein Lucario rübergetauscht. Es wurde einfach ein Glücks-Lucario. Das fand ich schon richtig cool. Dann habe ich es bewertet. Es ist ein 100% Glücks-Lucario geworden. Ohne Glücksfreund, ohne garantierten Glückstausch. Das war cool. Coke, Glücksfreunde geworden. Da haben wir auch schon getauscht. Dann der Aluhut schickt hier rein. Das ist die neue Sarina. Wir sagen es immer wieder. Shiny P, Shiny Kramurks, wohin genau? Shiny Irbis, Shiny Mauzi, Slimer und Rosana, Shiny Tygraulon, Shiny Schlurp, Shiny Quartermag, Shiny Kommandutan und nochmal Schlurp dabei. Dann Knilz hat er auch hier in Shiny bekommen. Relikant getauscht, 100%. Das ist auch cool. Ist ja selten, gibt es ja eigentlich nur in Neuseeland das Relikant. Also ein... Jetzt sehe ich gerade, dass der Schocker der Woche total sinnlos ist, weil das ist genau dasselbe wie der Schocker der Woche, nur ein anderes Pokémon, aber es ist einfach nur ein 100% Glücks-Pokémon. Naja, egal. Weiter, Koalelu, Shiny, mitgenommen hier. Hoplo, 100, mitgenommen. Aluhut, Schilderus, nochmal, Shiny, mitgenommen. iScorpions. Tauschen lohnt sich richtig, gleich doppelt geklappt, 100 Mal Magnetilo getauscht. Und zweimal Non-Lucky Handos. Einfach mal 100.000 Bonbons machen, dann 200 herausgekriegt, 739 und 778. Das ist cool, da würde mir die Zeit wieder fehlen. Macht ihr noch Tausch-Sessions die letzte Zeit so, schreibt's mal rein. Hier unten ist noch Mewtwo, das ist auch cool, okay. Auch durch einen Tausch, durch einen normalen Tausch. 100 Mewtwo erhalten, das ist der Schocker der Woche. Dann hatte ich noch Shiny Bubungus. Ein Döner Max Krypto Volti da im Raid-Kampf. Hä? Wo war der denn her? Wo gibt's das denn? Dann Shiny Mauzi. Dann Kommandutan. Entweder du hattest gesagt, kauf mir das Ticket bloß nicht oder ich war mal der Schnellste. Da habe ich, glaube ich, nicht gesagt, kauft's nicht, weil da fand ich's cool. Ich weiß aber gar nicht, ich sag oft, kauft's mir es nicht. Da habe ich's, glaube ich, nicht gesagt. Da warst du der Schnellste. Es ist halt, ich krieg gar nicht mit, wann die Tickets immer verfügbar sind. Man hat es dann schon im Beutel und meistens kriegt man es gar nicht mit, dass man es im Beutel hat. Er auf jeden Fall auch ein Shiny Kommandutan mitgenommen. Mal wieder 100er Purmel dabei gewesen. 211 WP mitgenommen. Sören, der Freitagmorgen. 100er Bubungus. Der Sonntag, hab nicht lange gespielt, aber passt so.
ist auf jeden Fall eine fette Ausbeute. 1 zu 10 war die Shiny-Chance. Manche sind trotzdem nur nach 3 Stunden mit einem einzigen Shiny rausgegangen. Ein Verlursi sagt auf einmal, oh, jetzt habe ich da 2 von 100% Ditto. Das ist auch ein sehr cooles Pokémon. Dann nochmal hier Maxout Monday. Er hatte ein Xerneas gemaxt, ein Stolrak gemaxt. Wieso ist es nicht entwickelt? Was macht man damit? Nix. Für die GBL 2.3 bis 2.5. Macht das was? Kann das was? Hat das was? Ansonsten keine Ahnung, was er da macht. Dann hier noch ein Kyogre gemaxt auf 4.6. Das ist auch fett. Alexander Ahringer, endlich 100er Glücksblip in Pokémon Go. Hat er ewig gesucht wahrscheinlich. Jetzt da, sieht richtig hässlich aus. Meine Shiny-Ausbeute vom Quest Day in Pokémon. Ein Quartermag. Ganz viele kommen zu dann. Black Viper Cat, das Vieh ist ein Shiny, ohne dass es ein Shiny ist. Kryospino, so sah das aus, ist auch ein Bug, dass da plötzlich shinige Glitzer waren, nochmal ein Pokémon. Da war dann aber wieder weg, also sowas würde ich auch nicht sammeln. Nochmal Black Viper Cat, wie ist das möglich, dass mein Cosmowurm mehr als 1000 Kilogramm mehr als das Lunala wiegt? Ist das ein Bug oder beabsichtigt? So. 1112 und dann nur noch 94 Kilogramm. Das hat halt erst schwere Knochen und dann hat es leichte Knochen. Das ist genial. Das ist Magie, das ist Pokémon. Wer achtet da drauf? Das würde mir niemals auffallen, aber auch Black Viper Cat achtet aufs Gewicht. Das finde ich gut. Ernährt euch gesund in der heutigen Zeit. Sehr wichtig. Shenaya, esst mehr Kürbis. Shenaya, Shiny Groudon mit Wetterbrust, Molimorba, Shiny, Quartermag, 100, Ausbeute, Shiny, ich sitze ja alle nach ihm, guck. Dann nochmal hier 100er, den habe ich wohl dank Pokéball Plus Plus geafft. Panflam, Mac Maggie, Bisaflor, Döner, Max, Shiny, Quartermag, Shiny, Dead Ghost, jetzt pass auf, farblich, hier, was ist das, rosa, Drecksrosa. Sieht ein bisschen dreckig aus, die Farbe. Aus der Feldforschung, Velursi, 100, Feuriegel, braun, shiny. Nicht 100, ist ja shiny, Go Plus Plus, beste. Marco Fennex, shiny Döner Glumanda, shiny Döner Kanel, nimmt man alles mit. Benjamin, waren ja nur 952 Groudon XL Bonbons, da hat er gemaxt, die hat 100er, 96er shiny und das beste Krypto, was er hatte, alles auf Level 50 gepusht. Dann musste ich beim Benjamin aber einiges weglassen, weil erstens stand da wieder überall Nachricht zurückgerufen. Und dann waren da wieder Bilder, die nicht angezeigt wurden. HD-Bild konnte nicht geladen werden. Da war einfach nur alles grau. Ich habe das aber noch mit reingenommen. Drachenrude Solarstrahl im Duo geschafft. War sportlich. 20 Sekunden Restzeit. Nassim hier mit Schnuthelm Shiny. Evoli 100. Zapdos Annika. Alola, Alter 0. Ich hätte jetzt K.O. eingegeben statt Alola. Wusste gar nicht, dass es aus der Alola-Region kommt. So, ein Shiny sehe ich da. Sonst Mist. Da sehe ich auch ein Shiny. Sonst Mist. Nee, warte mal. 1300. Da ist das 100er. Haben wir das hier? Haben wir es nochmal extra aus Hohenmölzen? Dann haben wir noch 100% Döner Max Tanel. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Aber ich glaube, sowas hat man schon mal beim letzten Mal. Dann das Silvio, der hat mir wieder lauter komische Bilder geschickt, wo ich sage, was will ich damit? Das hat ja jeder. Also habe ich mal das mit reingenommen, weil da sieht er gut aus. Ich wusste gar nicht, dass er eine Sonnenbrille hat. Und dann hat er gezeigt, zweimal Back-to-Back Groudon aus der GBL. Hat es noch nie gegeben, sagt er. Der Benjamin hat aber 3 Groudon aus der GBL bekommen, aber da waren auch die Bilder verpackt. Ich habe dann unten nur das nochmal gesehen. Von dem Eintrag habe ich es dann aber weggelassen. Weil da dachte ich mir dann, naja, wer schon Rang 20 hat und spielt und Legendäre bekommen kann und da eben Groudon rausbekommt, das ist ja jetzt nichts Besonderes, das ist ja normal irgendwie, kann ich nicht von reden, ich spiele ja keine GBL. Dann hat Silvio sich aber so über die 2 Stücke gefreut, ich dachte, bevor ich gar nichts von ihm reinnehme, nehme ich es mit rein und dann rede ich es schlecht und sagt, der Benjamin hat sogar 3 Stücke gekriegt aus der GBL. Ich weiß jetzt nicht, ob die nacheinander direkt waren, bei ihm war es nacheinander. Okay, hier 21.15 Uhr und 21.30 Uhr. Schocker der Woche. Aber Benjamin hat ja 3, deswegen auch nicht. Deswegen noch ein Shiny Bubungus. Dann hätte ich noch was gehabt, siehste. Dann Cumulus, Indivien, Shiny, Funfi, Shiny, Hundemon, Mega Ray, Shiny,
Groudon, Cumulus, 100, 2351, Lenz Hart, 17 Shinies am Quest Day. Okay, Mauzi, dann hier sogar ein Shandow. Shiny 100%, Kommandutan 10,50, schöner Wert. Der eine Kurde aus Hamburg, kannst du dazu machen für Schocker der Woche bei 2 Versuchen. Das zweite Primova, was er hat, ist 100%, aber es ist halt einfach nur ein 100er, so wie andere auch 100er haben. Aber ja, es ist das zweite, aber trotzdem, ach, ist mir egal, deswegen gehe ich auf Laura und habe Miniras 100%. Das ist schon seltener, oder? Und noch ein Quarterback, Shiny mitgenommen. Dann der Adrian. Den habe ich reingenommen, weil der hat am Montag ja bei der Auslosung ein Mewtwo, ein Rüstungs-Mewtwo gewonnen von mir. Ich habe am nächsten Tag auch mit ihm getauscht. Das Ding ist ja von 2019, habe ich ja gesagt. Deswegen hat es relativ gute Chancen, Lucky zu werden. Der Tausch war erfolgreich. Es ist auch ein Lucky geworden. Und es hat bei ihm 13, 13, 13. Ich finde, das sieht gut aus. Er hat es jetzt hier 17, 88. Das Krasse an der Sache war, es hat einfach 1 Million Staub gekostet. Ich habe gesagt, wir können 30 Tage leveln bis Hyperfreunde. Dann kostet das 80.000. Er hat gesagt, er hat genug Staub. Also hat er für 1 Million Sternenstaub seinen Gewinn entgegengenommen. Jetzt müsste ich mit Miku noch tauschen. Ich habe aber keine Million Staub mehr. Der Account hatte nur 1,3 Millionen. Hat nur noch 300.000. Also entweder wieder für 1 Million tauschen, wenn Miku das möchte. Oder warten und dann bei Hyperfreunden für 80.000 tauschen. Und da weiß ich schon, wenn ich noch 2 raushau, entweder muss ich gucken, ob ein anderer Account 2 hat oder... Die müssen halt dann warten. Ich glaube nicht, dass die Leute alle für 1 Million tauschen wollen. Nicole Müller, hi! Diese Woche hatten ich und mein Sohn Laugenstange 536. Ich würde meinen Sohn auch Laugenstange nennen. Aber so richtig, so mit richtigen Namen. Ein Döner-Tane getauscht und es wurde ein Glücks-Pokémon. Er hat auch noch ein Galazapdos mit dem Hyperball gefangen. Das habe ich noch gar nicht probiert, dass man natürlich die Döner-Pokémon auch tauschen kann. Und die dann auch gute IV haben und so. Dann hat er hier noch einen Zapdos. Denkt dran, die kommen bald in Shiny. Mitgenommen, finde ich gut. Ich, Lana, 250303, habe das Glückstarnel schon einmal entwickelt und ansonsten nur die 2 Shiny-Affen am Sonntag. Sie hat einen Metang also draus gemacht. Schweinfurt, Bayern, Hammelburg, Bayern, Schonungen bei Schweinfurt. Grüße an der. Nein. Kommandutan, Quarterback noch mitgenommen. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Haltet euch fest, nicht von Adischatz. Guck mal, wie der jetzt hier einen grünen Kringel drum hat. Nicht von Adischatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Immens Jens. Das ist gar nicht so krass, aber irgendwie fand ich so cool. Und die anderen Sachen waren auch nicht so krass. Also 100% Glücks-Pokémon haben wir ja schon gesehen, ein paar in der Sendung. Aber das ist ein Humanolith. Da werden manche sagen, was ist das denn? Seit wann gibt's das denn? Das ist wieder ein regionales Pokémon, was es jetzt nur in England gibt. Dort angesiedelt ist. Und wenn das einer hat und euch tauscht, dann habt ihr vielleicht Glück. So viele Tauschs kannst du damit wahrscheinlich momentan gar nicht machen. Wenn dir also mal einer eins tauscht und es wird direkt 100% lucky, dann richtig cool, richtig Glück gehabt. Ich finde das Pokémon eigentlich cool, so wie das da gerade steht. Es ist relativ neu. Die meisten wissen, wie gesagt, nicht, dass es das gibt. Das jetzt als 100% lucky zu sehen, fand ich cool, hat mir gefallen, habe ich für mich jetzt als Schocker der Woche genommen. So, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon ein Humanolith? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Bisa und Vorhaut. Euer Ramses und ciao.